Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen vorstellen, wie man von einer grafischen Repräsentation von einem Zustandsautomaten, das was wir in einem früheren Video bereits gesehen haben, wie man daraus jetzt Programmcode erstellt. Natürlich werden wir wieder Arduino benutzen und wir kommen wieder zu unserer Ampel zurück. Die Ampel habe ich mir hier vorbereitet, der Zustandsautomat, den wir bereits besprochen haben. Und zwar gibt es einen Startzustand, es gibt dann einen Rotzustand, einen Grünzustand, habe ich leider vergessen, hier grün zu schreiben, aber grün genug ist es auf jeden Fall. Und dann haben wir besprochen, das war ganz wichtig, dass die Gelbzustände in zwei separiert werden müssen, weil ich sonst nicht weiß, ob ich von Gelb zu Rot schalten muss oder umgekehrt. Und das haben wir auch bereits besprochen, dass es sehr wichtig ist, dass wenn man in einem Zustand ist, dass man ganz deterministisch sagen kann, wo geht man als nächstes hin. Entweder gibt es nur eine einzige Möglichkeit oder gar keine, das wäre dann ein Endzustand. Oder eben das Ereignis an sich sagt mir, wohin ich gehen soll. Wenn ich aber bei Gelb bin und nur mit Delays, also nur mit diesen Verzögerungen arbeiten kann, dann ist es recht schwierig, mich zu entscheiden, ob ich hier 10 Sekunden warten soll und zu Rot schalten soll oder wieder zu Grün. Deswegen haben wir die zwei jetzt separiert. Wie überführt man jetzt einen Zustandsautomat in ein Programm? Eigentlich gibt es tatsächlich hier ein Kochrezept. Es ist total einfach und man muss sich einmal das aneignen, dann kann man viel einfacher programmieren, als so, wie wir es bis jetzt gemacht haben eigentlich. Als allererstes definiere ich mir die Zustände. Da gibt es mehrere Varianten, wie ich das machen kann. Wichtig ist allerdings, dass der Name des Zustands nicht 1, 2, 3 ist, das haben wir schon bereits, sondern tatsächlich rot, grün, gelb zu rot, gelb zu grün ist. So. Um das zu machen, eine Möglichkeit, die wir alle bereits kennen, deswegen nutze ich sie jetzt auch, ist zu sagen const int. Const steht dafür, dass ich das nie wieder irgendwie ändern kann. Nicht, dass mir der Zustand selbst sich irgendwie ändert, der Wert. Das wäre fatal. Und ich sage einfach Zustand rot. Und zwar werde ich ihm die Zahl 0 definieren. Also welche Zahl dahinter steht, ist eigentlich egal, Hauptsache die sind unterschiedlich. Genau das gleiche brauche ich jetzt auch für Zustand grün. Das bekommt eine 1. Und const int Zustand gelb zu rot, das bekommt die Zahl 2. Und const int Zustand gelb zu grün, das bekommt den Wert 3. Welche Werte, welche Zustände bekommen, ist vollkommen egal. Hauptsache, die sind unterschiedlich. Sonst die Reihenfolge, die wir hier so sehen, von dem Zustand selbst, es hat eigentlich mit diesen Werten überhaupt nichts zu tun. Die müssen einfach unterschiedlich sein. Ich erspare mir auch den Hardwareaufbau. Daran bin ich im Moment überhaupt nicht interessiert. Ich werde einfach Serial benutzen, um zu sehen, ob das richtig funktioniert, ob Rot, Grün, Gelb und so weiter richtig rauskommen. Ganz wichtig ist außerdem natürlich zu sagen, wo ist mein Startzustand und überhaupt, in welchem Zustand befinde ich mich. Also, nachdem wir alle Zustände jetzt definiert haben, brauchen wir eine Variable von dem gleichen Typen, also int, aber nicht const, denn die müssen wir ja immer wieder ändern. Und die nennen wir Zustand. Zustand ist gut genug. Die müssen wir erstmal auch nicht deklarieren, was der Wert ist. Das machen wir lieber im Setup. Das ist mir immer eigentlich lieber, wenn ich es im Setup mache und nicht außerhalb. Und wir haben bereits gesagt, unser Startzustand ist rot. Deswegen gibt es da überhaupt keine Diskussionen. Zustand beginnen wir bei rot. Wie programmiere ich das jetzt? Es gibt zwei Möglichkeiten, die sind total einfach. Entweder ganz viele Ifs oder ein Switch. Ich benutze Switch, weil mir das lieber ist und ich sage Switch Zustand, Klammer auf, so. Und es gibt jetzt genau die vier Möglichkeiten. Das ist ja genau das Schöne an diesen Zustandsautomaten. Ich habe das Kochrezept vor mir und ich kann das jetzt stur übertragen. Nicht immer funktioniert es perfekt. Dann muss man zurück auf seinen Zustandsautomat, um zu gucken, ob man da irgendetwas reparieren muss. Aber in unserem Fall sollte es eigentlich funktionieren. Wir versuchen es jetzt mal. Die Zustände können sein, entweder bin ich bei Rot, also Case, Zustand Rot, Doppelpunkt. So, was machen wir jetzt hier? Wenn ich bei Rot bin,
Dann werde ich einfach 60 Sekunden warten. Also Delay. Okay, 60 Sekunden wollen wir eigentlich nicht warten. Ich mache jetzt hier was anderes. Ich definiere mir zwei weitere Variablen, und zwar warten rot oder grün. Die sind ja gleich, die Zahlen, deswegen werde ich das auf einmal machen. Und ich werde 6 Sekunden nehmen. Später kann man es ja reparieren, wenn man das richtige System hat, aber eine ganze Minute im Video wollen wir ja nicht warten. Und dann bei Gelb möchte ich, sagen wir mal, eine Sekunde nur warten. So. Und jetzt kann ich die hier benutzen, um das Delay zu implementieren. So, nachdem ich so lange gewartet habe, muss ich dafür sorgen, dass ich jetzt zum nächsten Zustand komme. Und der nächste Zustand steht hier, Gelb zu Grün. Also, Zustand ist gleich. Wo ist der Gelb zu Grün? Das ist natürlich jetzt hier wichtig. Und das war's auch schon. Okay, ich könnte natürlich auch ganz am Anfang, damit wir auch sehen, was los ist, Printline machen. Rot. So. Jetzt kann ich mir das Ganze eigentlich kopieren, weil es ja viermal letztendlich sehr ähnliches Verhalten haben wird. So, statt Rot, das zweite Mal möchte ich Grün behandeln. Hier haben wir auch Grün. Das Delay ist jetzt von Grün auf den nächsten Zustand, ist das Delay genauso lang. Das ist auch alles okay. Der nächste Zustand von Grün ist Gelb zu Rot. So. Und Break, das war's. So, jetzt bin ich eben so. Was wir noch nicht haben, sind die beiden Gelbs. Also nehmen wir Zustand Gelb zu Rot. Jetzt sage ich einfach nur Gelb, mehr interessiert mich gar nicht. Aber ich kann natürlich auch das etwas genauer sagen, damit ich dann beim Analysieren, beim Testen später auch ganz genau weiß, welcher Zustand da jetzt gekommen ist, damit ich eventuelle Fehler sofort abfangen kann. Jetzt ist das Warten natürlich nicht das Lange, sondern das Kurze. Also Gelb, Warten, Gelb. Und der nächste Zustand bei Gelb zu Rot, hier sehe ich es ganz klar und deutlich, von Gelb zu Rot ist jetzt Rot. Also nehmen wir als nächsten Zustand Rot. Und es bleibt mir nur noch ein Zustand übrig, den ich noch nicht implementiert habe. Das wäre Gelb zu Grün. So, Grün. Da sage ich jetzt Gelb zu Grün. Warten auf Gelb ist das Kurze. Und das nächste Zustand kommt jetzt Grün. Zustand Grün. Das war's. Es ist tatsächlich viel einfacher, mit einem Zustandsautomaten vor der Nase zu programmieren, als sonst. Man kann sich das beim Zustandsautomaten, das Verhalten, ganz genau überlegen. Man muss sich nicht auf diese Implementierungsdetails konzentrieren, wie Serial Print, wie Delay, Break, Case, Switch und so weiter. Gerade für Anfänger eine super Sache. Und danach konzentriert man sich einfach auf diesen Zustandautomaten einfach zu übertragen. Man nimmt das Kochrezept, man definiert sich die möglichen Zustände und man definiert einfach, wie das alles abgemacht wird. So, was passiert jetzt hier? Eigentlich nichts weiter. Denn ich muss ja nicht mal dafür sorgen, dass es weiterläuft. Bei Arduino ist ja das Schöne, dass ich dieses Loop habe. Das heißt, wenn ich einmal diesen Switch durchlaufen habe oder irgendwo dieser Break rausgekommen ist, wird er automatisch in das nächste Loop reingehen. Und dann kommt es zum Tragen, kommt es zum Laufen. So, wir probieren es jetzt mal. Hoffentlich kompiliert das auch alles, aber wir haben Glück gehabt. So, wir übertragen es auf das Arduino. Ich starte den seriellen Monitor. Da steht er auch schon rot. Das ist sehr gut. Kommt jetzt nochmal rot. Das ist Moment, das kommt jetzt davon. Nein. Moment, wir übertragen es wieder. Und hier ist clear. So. Da steht jetzt rot. Als nächstes kommt irgendwann mal nach 6 Sekunden gelb zu grün. Sehr gut. Dann relativ schnell danach grün. Jetzt bleiben wir bei grün. Jetzt ist es gelb zu rot, sehr schnell zu rot, aber gab es ein kleines Delay.
Und jetzt müssen wir nur gucken, dass nach dem Rot auch alles, genau, perfekt. Also die Sollbruchstellen bei so einem Programm ist immer, wenn es ein unendlicher Automat ist, also was heißt unendlicher, das war falsch, unendliche Automaten sind die Automaten, die unendlich viele Zustände haben und wir wollen, dass das einfach unendlich läuft. Das sind zwei verschiedene Sachen. Und wir wollten ja, dass die Ampel so lange läuft, bis man sie ausschaltet. Das heißt, eine der Sollbruchstellen im Moment ist da, wo ich sozusagen von Anfang an anfange, also von Rot wieder. Da könnte es zu Problemen kommen, je nachdem, wie man es programmiert hat und wenn man sich da irgendwie verzettelt hat. Und natürlich ist es sehr wichtig, dass man alle Zustände genauso wie im Zustandsautomat angezeigt, dass man sie genauso durchläuft, dass das nicht irgendwo woanders läuft. Dieses Programm kann man jetzt relativ einfach, also eigentlich ziemlich einfach mit Hardware aufpeppen, indem man statt der Serial Print Line einfach vorgibt, welche LED zum Beispiel leuchten soll und welche aus sein sollte. Das ist total einfach dann. Damit sehen Sie, wie einfach es ist, also ich finde es wirklich sehr einfach, von einem Zustandsautomaten, der korrekt ist und der gut überlegt ist, genau wie wir es im Video davor gemacht haben, in ein Programm zu übertragen. Das ist eigentlich ein Kochrezept. Dankeschön.